Auf der gynäkologischen Station sieht jetzt Dr. Taifun Kraft nach einer 33-jährigen Schwangeren, die mit ihrem ersten Kind in den Wehen liegt. Ihre Mutter ist bei ihr, während die Hebamme den Fortschritt der Geburt kontrolliert. Hallo, was hier angerufen? Genau, das ist Dr. Kraft, habe ich ja schon erzählt. Hallo, guten Tag. Hallo. Sie sind Frau? Schuster. Schuster, okay. Ja, guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja, mal. Ja, Frau Schuster ist Erstgebärende. Ich habe sie gerade untersucht. Muttermund ist schon bei 7 cm, also sie ist schon sehr gut dabei. Fruchtblase ist gesprungen, Fruchtwasser war klar, ist alles in Ordnung, wie man sieht. Ich habe sie am CTG angeschlossen, sie hat schon regelmäßige Wehen. Ja. Also wir können gleich in Kreißsaal gehen. Ja, super. Dann machen wir das mal gleich, ne? Genau. Gerne. Sie sind ein bisschen aufgeregt. Wo ist der Patrick? Der ist draußen. Der wollte ja, ne, dass wir noch eben... Der muss aber langsam auch hier sein. Wir gucken. Ja, weil wenn wir jetzt los möchten, eigentlich, er müsste schon längst hier sein. Der werdende Vater wollte eigentlich nur kurz zum Getränkeautomaten, um sich eine Cola gegen seine Müdigkeit zu holen. Seitdem ist aber bereits eine halbe Stunde vergangen. Was er so lange treibt, wird seine Frau erst mal wütend machen. Gehen wir in Kreißsaal 1, ne? Ja, gehen wir in Kreißsaal 1. Ja. Er weiß ja jetzt gar nicht. Oh Gott, was passiert? Patrick. Hallo? Patrick. Was ist denn passiert hier? Liegt ja in. Hallo, was ist denn los? Oh. Haben Sie ein Kreislaufproblem oder andere Krankheiten? Ist der schwindelig geworden? Oder? Du bist ganz blass. Ich bin nur müde geworden. Aber eben ganz kurz den Puls. Ja, aber du kannst doch jetzt hier nicht schlafen. Es geht los, wir sind auf dem Weg in Kreißsaal. Schaff nicht. Ja, nun lass. Es tut mir leid. Ich habe viel gearbeitet, war viel für dich. Ich war einfach nur müde, sorry. Das war so heiß. Der hat dir zu viel um die Ohren. Das ist bestimmt die Aufregung. Ja, aber wir müssen trotzdem kommen. Komm, ich helfe Ihnen mal. Meinen Sie, können Sie mal gehen? Nicht, dass Sie uns mal gleich umkippen. Halten Sie mal ein bisschen fest gleich. Als ich den werdenden Vater liegend auf dem Flur gesehen habe, dachte ich zuerst, er sei kollabiert. Es stellte sich heraus, dass er nur eingeschlafen sei. Und es war ziemlich ungewöhnlich, denn welcher werdende Vater schläft vor der Geburt ein? Warum schaffst du jetzt, sei nicht böse, ich war einfach nur übermüdet. Du liegst einfach auf dem Boden da und schläfst, ich fass es nicht. Nein, nehmen Sie Ihrem Mann das dafür. Zwar ist die Schwangere von dem Nickerchen ihres Mannes nicht begeistert, aber im Kreißsaal angekommen hat sie ihm längst verziehen. Der 35-Jährige kümmert sich rührend um die Erstgebärende und unterstützt sie. Doch 2 Stunden später kommt es zu einer Komplikation. Guck mich nochmal an, der Kopf ganz normal atmen, der Kopf ist da, ganz ruhig, ganz ruhig. So, ja. Guck mal gerade, ist so ein bisschen. Was ist? Alles gut. Wir haben nur eine kleine Komplikation. Ne? Was für eine Komplikation bitte? Nein, die Schultern kommen noch. Ganz normal, guck mich noch mal an. Ganz normal atmen. Ganz locker bitte. Genau, müssen kurz gucken, dass die Schultern vom Baby kommen. Schulterdystokie hat sie. Okay, Schulterdystokie. Erzählst du mal. Die Schultern kommen ein bisschen runter. Kommen Sie, tiefer, kommen Sie. Wir müssen einmal ein Manöver machen. Das müssen wir uns beeilen. Genau, das können wir nicht so lassen. Das Kind muss schnell raus. Eine Schulterdystokie ist ein extremer geburtshilflicher Notfall. Man muss eingreifen. Der Kopf ist schon geboren. Das heißt, es sieht zuerst so aus, als wäre alles gut. Aber dann können die Schultern sich nicht drehen. Das bedeutet, man muss verschiedene Maßnahmen ergreifen, um die Schultern tatsächlich in die Rotation zu kriegen, dass das Kind auf natürlichem Weg geboren werden kann. Beste, und nochmal, noch einmal runter. Nochmal runter. Oh, nochmal hoch. Alles klar. Nee, immer noch nicht. Scheiße. Nochmal, lass mal ein letztes Mal machen. Komm, eine Chance noch. Muss ich mal eben kurz mal was immer noch machen. Nicht. Ne? Stell die Beine noch mal hier ab. Versuch noch mal ganz ruhig zu atmen. Ich muss noch mal einen ganz kleinen Schnitt machen, sonst klappt es nicht. Ja, tut ein bisschen weh. Genau, der Doktor muss einmal schneiden. Ist gut, okay, alles klar. Mit Hilfe eines Dammschnitts schreitet die Geburt endlich voran. Aber für das Paar soll die Geburtskomplikation ihres Babys nicht der einzige dramatische Zwischenfall an diesem Tag bleiben. Ja, es kommt. Ja. Ich hab's. Oh Gott. Das war schon schwer. Gucken Sie mal, wie niedlich. Ach, Schatz, guck mal, wie süß sie ist. Sieht genau aus wie du. Einmal kurz abnabeln. Ja. Ach, was? Hallo.
Möchtest du die Nabelschnur durchschneiden? Die Geburt von der Emily ist gut verlaufen anfangs, doch dann gab es große Komplikationen. Der Kopf ist bei der Geburt stecken geblieben, die Schultern haben sich nicht gedreht. Wir mussten mehrere Manöver anwenden, um die Schultern zu lösen. Es hat dann zum Glück auch geklappt, aber es gab leider noch ein anderes Problem. Sehr schön, alles gut? Was ist denn los? Hol mal eben kurz einen Leger. Das kann schon mal passieren. Mach die Augen auf. Geburt. Ja, ja. Ganz ruhig. Brauchst du Hilfe? Alles gut? Nein, nein, da ist. Oh Gott, da ist blutet ja auch mal mit dem Kopf. Das brauchst du gar nicht. Entspann dich. Kümmer dich um dein Kind. Na, alles. Atmung ist da. Das ist ganz gut. Mach mal eben kurz die Beine. Machen Sie die Augen auf. Der ist hier ein bisschen. Warum bleibt die Liege jetzt? Es kommt schon mal vor, dass die Väter bei der Entbindung umkippen. Das kann durch die Aufregung sein oder dass die keine Blut sehen können oder dehydriert sind. Das ist möglich. Aber bei Falle Herrn Schuster war die Ursache ganz anderes. Schatz. Ja? Hallo? Ja, er wird auch wieder wach. Bleiben Sie schön liegen. Wir müssen Sie mal schon mal rüberholen, ja? Während Mutter und Baby auf die gynäkologische Station gebracht werden, begleitet Dr. Taifun Kraft den Familienvater und dessen Schwiegermutter auf die internistische. Dort will Dr. Silvia Sommerfeld den inzwischen zwei Zusammenbrüchen des Mannes auf den Grund gehen. Herr Schuster ist gerade bei der Geburt umgefallen und hat sich im Kopf verletzt. Vorher hatten wir, während wir aus dem Untersuchungszimmer rausgegangen sind, war ja auch schon mal umgefallen, also schon das zweite Mal. Irgendwas stimmt nicht. Also es ist kollabiert. Ihr macht viel zu viel Stress. Ich bin einfach nur müde und überarbeitet. Das ist alles. Er arbeitet sehr viel im Moment. Ich bin für meine Frau da gewesen, als ich schwanger war. Hab wenig geschlafen, jetzt bin ich halt mal ein bisschen müde. Haben Sie das? Ja, gerne. Bitte. Du nimmst Blut ab und das geben wir auch gleich mal ins Labor. Silvia, ja, ich muss zum Kreißsaal. Ja, okay, ist zu deinen gut. Händen. Ja? Wir sehen uns und hören uns. Wie geht's meiner Frau Herr Schuster? Kommen wir gleich dazu. Jetzt schauen wir erst mal, wie es Ihnen geht. Ihrer Frau geht soweit ganz gut. Sagen Sie, haben Sie das schon mal gehabt, dass Sie so einfach wegknicken oder plötzlich nicht mehr da sind? Nein. Ist das schon mal passiert? Nee, eigentlich nicht. Ich fuhr ihn auf dem Flur. Ja gut, klar, heute. Also heute war das jetzt wiederholt. Ja. Ja. Aber es liegt einfach nur daran, ich arbeite viel, ich bin müde. Nachdem Herr Schuster kollabiert ist, hat der Kollege noch mal internistisches Konzil dazu gerufen. Es war schon bereits Monitoring angelegt, also internistische Ursachen konnten weitgehend ausgeschlossen werden. EKG war unauffällig, der Druck etwas niedrig. Aber mir war es wichtig, neurologische Erkrankungen auszuschließen. Deswegen habe ich auch noch mal neurologisch untersucht und ein MRT veranlasst. Wie geht's Ihnen denn jetzt? Gut, alles gut. Jetzt ist alles in Ordnung, alles gut. Also Infusionsstelle? Nein, bitte nicht. Wir fahren mit dem Rollstuhl. Ja? Also im Bett geht das nicht. Nein. Setzen Sie sich mal auf. Vorsichtig. Ja, okay. Alles gut. So. Ganz vorsichtig. Ja. Das geht? Ja. Ja, alles gut. Wird Ihnen nicht schwindlig oder irgendwie komisch? Das geht so. Ja, alles gut. Ja. Gut. Der Patient fühlt sich wieder gut und besteht darauf, vor der radiologischen Untersuchung nochmal seine Ehefrau und seine neugeborene Tochter zu sehen. Ein gefährlicher Fehler. Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal, gell? Das ist ja süß, das ist die Emily. Schatz, was hast du denn da? Ach, Schatz, ich bin nur hingefallen. Mein Gott, das ist doch normal bei einer Geburt. Wurde das genäht? Nee, das wurde geklebt. Nein, wir brauchten es nicht nähen. So tief war es zum Glück nicht. Möchten Sie einmal Ihre Tochter nehmen? Darf ich einmal gerade fragen? Wie süß sie ist, oder? Ich helfe mal kurz. Sie ist so süß. Ach, danke schön. Ja, kein Problem. Herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Ja, erste Kontakt, einmal kuscheln. Voll süß. Sieht den Papa schon eng. Ja, ne? Finde ich gut. Achtung! Ich hab sie. Alles gut. Hallo. Okay. Als ich gesehen habe, dass der Papa eingeschlafen ist, ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Ich habe das Kind direkt aufgeschnappt und aufgefangen, hochgenommen. Zum Glück ist nichts passiert, aber ich konnte es mir überhaupt nicht erklären, warum der Papa jetzt in der Situation eingeschlafen ist.
Werden Sie schon alles erinnern, ne? Ja. Geht's. Ich weiß nur, auf einmal war meine Tochter weg und die haben hier, keine Ahnung, an mir gerüttelt. Sie wissen aber, dass Sie Ihre Tochter im Arm hatten. Das wissen Sie. Ja, ich hatte den Arm, aber haben Sie Stress gemacht? Und ja, Sie sind ohnmächtig geworden. Das Kind wäre fast hingefallen. Der junge Vater versteht nicht, was mit ihm los ist. Entsetzlich, dass er seine neugeborene Tochter beinahe fallen gelassen hätte. Nach der radiologischen Untersuchung wartet der 35-Jährige im Behandlungsraum von Dr. Silvia Sommerfeld besorgt auf die Ergebnisse. Ja, Herr Schuster, wie geht's denn? Soweit gut. Soweit gut? Ja. Mhm. Das ist jetzt auch nicht, die Untersuchung ist ja jetzt gelaufen. Sie waren im MRT, gell? Na? Genau. Da ging's Ihnen auch gut. Nicht mehr schwindlig geworden, auch nicht mehr weggedämmert. Alles okay. Ah ja, okay. Und das sieht auch gut aus. Also die Bilder sehen wirklich gut aus. Hast du gesehen, Dennis? Der ist jetzt wirklich. Ja, super. Sehr schön. Ja. Freut mich. Gratulation. Sag ich immer, könnt wie ihr mir glaubt, kann ich es auch beweisen. Mhm. Genau, jetzt haben Sie das schwarz auf weiß. Perfekt. Ja, super. Nee, ist gut. Aber, Herr Schuster, wir müssen trotzdem weitergucken. Ich habe den Verdacht, ich habe Sie ja vorhin mal kurz gesehen, wie Sie so weggedämmert sind, als Sie Ihre Tochter auf dem Arm hatten. Das sieht aus, als ob Sie eine Narkolepsie haben könnten. Was ist das denn? Ja, das ist eine recht seltene Erkrankung. Und das ist so, Sie schlafen einfach ein. Sie können sich dagegen auch gar nicht wehren. Sie schlafen einfach ein. Würde ja passen, ne? Und ja. Sie verlieren Ihren Muskeltonus. Also man hat gesehen, das Kind ist auch plötzlich, sie konnten gar nicht mehr halten. Also die Kraft hat sie auch verlassen, ja. Und deswegen würde ich ganz gern haben, dass Sie mal bei uns bleiben, eine Nacht bei uns schlafen im Schlaflabor. Wie schlimm ist es denn? Kann man das heilen oder? Ja, man kann das behandeln. Das aber man ist muss nicht erst so mal schlimm. Drauf kommen, aber erstmal muss die Diagnose mal stehen. Das ist bisher nur ein Verdacht. Genau. Und deswegen müssten Sie bei uns mal eine Nacht im Schlaflabor bleiben. Ja, das ist schon richtig. Ne? Ja. Aber dann hoffe ich mal, dass es nicht so ist, als wäre eine Katastrophe. Bei der Narkolepsie handelt es sich um eine Erkrankung, die nicht sehr häufig vorkommt. In Deutschland sind 40.000 Patienten daran erkrankt. Letztlich weiß man die genaue Krankheitsursache nicht. Es scheint sich um eine Autoimmunerkrankung zu handeln. Ein bestimmter Transmitterstoff im Gehirn ist reduziert, meistens bei den Patienten. Sie tritt häufig auf im Anschluss an bestimmte Entzündungen. Sie kann auch auftreten unter Stresssituationen. Also sie scheint dann aktiviert zu werden. Und so war es da wohl auch der Fall. Jetzt im Hinblick auf die bevorstehende Geburt seiner Tochter, das ist natürlich eine Stresssituation auch für ihn. Also Sie bekommen jetzt Elektroden außen an den Kopf, damit wir die Gehirnströme messen können. Nach der Atmung wird geguckt, nach dem Puls wird geguckt. Okay. Also das gesamte Schlafverhalten, ja. Das können Sie bestimmt. Ja. Ja. Tschüss, bis morgen. Bis dann, danke, ciao. Der junge Mann fürchtet nun, der Verantwortung eines Familienvaters durch eine eventuelle Narkolepsie nicht gerecht werden zu können. Dr. Silvia Sommerfeld findet ihn, sowie seine Schwiegermutter, am nächsten Morgen bei seiner Frau auf der gynäkologischen Station. Hallo. Ich konnte doch schlafen. Sie konnten schlafen. Hallo. Mhm. Und wir haben, Grüße. Und wir haben mittlerweile, schläft noch jemand, auch das Ergebnis aus dem Schlaflabor. Bin ich mal gespannt. Also, der Verdacht, den ich hatte, der hat sich in der Tat bestätigt. Sie haben tatsächlich eine milde Form der Narkolepsie. Das haben Sie. Super. Ja, aber was bedeutet das? Und das ist unkontrollierbar für den, der daran erkrankt ist. Er kann das nicht kontrollieren. Was bedeutet das für Sie? Ja, also zunächst mal bedeutet das für ihn, dass er schon sein Leben lang damit zu tun haben wird und sich sein Leben lang da auch arrangieren wird müssen. Man kann das medikamentös behandeln. Also es gibt Medikamente, die sie quasi wach halten, die das verhindern. Wie er drauf anspricht, das muss man einfach sehen. Das fangen wir jetzt hier auch an, sie da einzustellen. Und dann werden wir sehen, wie sie drauf ansprechen. Kann ich denn weiter Auto fahren? Erstmal nicht. Erstmal lassen Sie das mal sein. Aber es kann durchaus sein, wenn Sie gut medikamentös eingestellt sind, dass das alles wieder ganz okay ist. Okay. Ja. Und das hat er sein Leben lang? Das hat er sein Leben lang. Aber ich sagte, wenn das gut eingestellt ist, dann merkt man das wahrscheinlich dann gar nicht. Dann merkt man kaum irgendwas davon. Also dann könnte er auch
dann könnte er auch sich noch Auto fahren und alles dann wieder, wenn die Einstellung wenn gut da ist, ist genau. Dann geht das. Aber wenn das ist, ich bin auch immer da. Also auf, ihr könnt ja, das weiß ich doch. Vollkommen mit mir rechnen. Also wenn irgendwas ist, ich bin die beste Oma, die es gibt. Unterstütze euch, wo es hier geht. Schön. Schön. Er wird diese Erkrankung sein ganzes Leben lang haben, aber in der Regel sprechen die Patienten gut auf die Medikamente an. Man muss einfach schauen, wie es bei ihm sein wird, wie er darauf reagiert. Möglicherweise kommt er ganz gut zurecht und wird keine Angst zu haben brauchen, wenn er sein Kind auf dem Arm hat. Die frisch gebackene Mutter und ihr Baby wurden bereits am nächsten Tag nach Hause entlassen. Die Symptome der Narkolepsie ihres Mannes konnten gut behandelt werden. Mittlerweile kann der Familienvater sich tatsächlich zuverlässig um seine Tochter kümmern und auch wieder Auto fahren.